Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Hogwarts Legacy. Wir suchen Nutty, die ist nämlich nicht zum Treffen aufgetaucht gerade. Ich bin zu unserem Treffpunkt zurückgekehrt, um Nutty mitzuteilen, was ich von Mr. Bickles Geschäftspartnern erfahren habe, die allesamt von Harlow bedroht werden. Aber sie war nicht da, was mich sehr beunruhigt, da sie sonst nie zu spät kommt. Ich werde im Wirtshaus Eberkopf nach ihr sehen. Dann schauen wir doch mal nach, oder? Nicht, dass ihr wirklich irgendwas passiert ist. Sie muss hier irgendwo sein. Irgendwo, okay. Okay, ich kann nicht den Wirt fragen nach irgendwas. Das ist schon mal sehr verdächtig. So, wo ist die Gute hin verschwunden? Was bist du? Ihr Zauberstab ist das. Oh, das ist ja nicht so gut. Nattys Zauberstab. Sie kann ohne ihn zaubern. Sie wollte, dass ich ihn finde. Also steckt sie in Schwierigkeiten. Oder in der Truhe. Revelio wird mir zeigen, wo sie ist. Revelio. Oh, wie beim Witcher hier. Ich habe im Wirtshaus Eberkopf nach Nutty gesucht, aber sie war nicht da. Ich habe nur Anzeichen eines Kampfes und Nuttys Zauberstab gefunden. Die einzige Spur führt vom Zauberstab aus durch das Wirtshaus. Ich muss ihr folgen. Da liegen ja auch Blumen. Sie hat extra ein paar Blumen liegen lassen. Neugierige kleine Schüler kriegen, was sie verdienen. Bing, macht man es nicht normalerweise mit Kautabak-Spucke, dieses Revelio. Geräusch? Nutty muss hier vorbeigekommen sein. Ich muss sie schnell finden. Ein Aschwinderinnen-Versteck. Na toll. Vielleicht. Fußabdrücke führen in diesen Raum. Es muss noch einen Weg geben. Vielleicht wurde sie entführt. Optionale Ziele finde Agabus Filberts Gedichtband und Otto Dibbles Liebesbrief. Ich habe eine Geheimtür im Keller unter dem Wirtshaus Eberkopf gefunden, die mich in eine unterirdische Ansammlung von Räumen geführt hat. Ob es sich dabei um ein geheimes Versteck von Aschwinderin handelt? Ich muss Nutty suchen. Revelio. Na dann mal los. Nutty muss hier vorbeigekommen sein. Ich muss sie schnell finden. So, wir machen uns mal ein bisschen unsichtbar. Revelio. Die haben hier Geld rumzuliegen, einfach so. Eine ganz tolle Schuluniform. Ich sollte unentdeckt bleiben. Revelio.
viel leichter. Das Mädchen als Köder benutzen? Komm, bring es einfach um. Carlau sagt, wir freuen das leichtsinnig genug. Er will ihn lebend. So, sehen wir hier irgendwo so ein Gedichtband oder sowas? Da drüben gibt es zwei blaue Teile. Dann gehen wir uns mal umschauen. Solange er dort steht, wird es ein bisschen schwierig, befürchte ich. Da fällt mir gerade ein, dass ich vor Monaten eine Brosche hatte. Eine schöne, glänzte wie das Funkeln in meinen Augen. Ich würde ja gern irgendwo da an der Seite hochkommen. Kann ich den Typen da nicht irgendwie weglocken? Ich hab genug von Feldcroft. Revelio. Meine Mutter sagte immer, ein freier Kopf sorge für einen freien Weg. Dein Weg. Totalus. Ach, das war ja ein Mega-Power-Trank. Ich habe mich gerade gewundert, warum ich das nicht mitnehmen kann. Einsperren. Revelio. So, was mit dem da an der Bar? Werde ich den vielleicht los? Kommt der hier rüber? Nicht wirklich. Vielleicht muss ich auch erstmal sie hier hinten loswerden. Ich habe noch nicht so richtig eine Idee, wie ich an ihr vorbeikomme. Kann ich sie irgendwo hinlocken? Nachsehen. Ja, das wäre gar nicht so schlecht. Oh, jetzt kommen aber eine Menge. Revelio. Haltet Ausschau.
dumm genug ist, hierher zu kommen. Steht der Typ die ganze Zeit da? Ist leider gar nichts, um ihn abzulenken. Du vergeudest deine Zeit mit mir. Einem Horcrux hat sie schon mehr Zuneigung entgegengebracht. Ich hab genug von Feldcroft. Ich hoffe, ich muss es nie widerstehen. Bringen wir diese Sache hier einfach hinter uns. Eine Zeitverschwendung. Da ich mich ja eine super Falle hier rein manövriert. Vielleicht sollte ich erstmal da unten fertig machen. Mutig. Ja, jetzt ist klar. Sobald er die Chance dazu hat. Kritikus total. Oh Gott, was? Hey, ich hab sie doch petrifiziert, oder nicht? Protego! Wieso habe ich denn jetzt hier einen Kampf am Start? Das war ein bisschen... Oh Gott, jetzt komme ich hier wieder raus. Wirklich? Achso, aber ich habe schon offen hier. Nati muss hier vorbeigekommen sein. Ich muss sie schnell finden. Revelio. So, habe ich hier auch schon ein, zwei ausgeschaltet? Scheinbar nicht. Also sie konnte ich irgendwie nicht so richtig ausschalten. Revelio. Macht nur Ärger. Wurde Zeit, dass wir es einsperren. Kritikus total. Revelio. Also, und jetzt muss ich das irgendwie noch mal schlau machen, ne? Warum muss immer ich Wache halten? Also da oben lang, die Idee war, glaube ich, gar nicht so schlecht. Du bist ein Tierwesen. Ihr Freund wird sie nicht suchen kommen. Es ist zu gefährlich. Panikus Totalus. Was
Okay, ich glaube, jetzt habe ich hier ein bisschen Platz. Und kann jetzt vielleicht die optionalen Ziele hier erledigen. Mal gucken. Schon. Ist nur der eine? Ja, ist nur der eine. Petrificus Totalus. Revelio. Okay, allzu viele sind es da unten jetzt auch nicht mehr. Mein lieber Otto, ich habe den letzten Brief wieder und wieder gelesen und werde ihn jede Stunde lesen, bis wir uns endlich sehen. Mir schauert es bei den Gedanken, dass ich dich nun für längere Zeit nicht sehen kann, aber ohne Hoffnung bin ich nicht. Ich sehne den Tag herbei, an dem wir unsere Verlobung mit denen, die wir lieben, teilen können, besonders mit meinem lieben Vater. Ich verstehe, dass du warten willst, bis sich deine Verhältnisse etwas stabilisiert haben, und ich weiß, dass du alles in deiner Macht Stehende tust, dass eine solche Situation bald erreicht ist. Bitte erlaube mir dennoch, dir zu sagen, dass die vergangenen Monate, in denen ich die Gefühle, die mich auf die höchsten Gipfel der Glückseligkeit befördern, nicht offen zeigen konnte, eine große Prüfung für mich waren. Nun will ich noch ein weiteres Mal deinen Brief lesen gehen. Voller Zärtlichkeit, deine Rosie. Rosies Liebesbrief an Otto Dibble. Er wollte, dass ich ihn vernichte, wenn ich ihn finde. So, und ist denn hier der Gedichtband drin? Nee. Revelio. Aber wo? Ach, da unten. Das war eine tolle Ausbeute. Es ist immer eine schöne Überraschung, wenn er hier ist. Keine Überraschungen gibt. Nee, auch nicht. Revelio. Da hinten gibt es noch eine Truhe. Wie komme ich denn da ran? Na, das hat niemand mitbekommen. Ich will nicht mit Kobolden arbeiten, nie und nimmer. Rookwood ist irre. Gibt es hier nichts zum Anschießen? Damit ich jemanden herlocken kann? Scheinbar nicht. Ich glaube, Renrock, das sagt dir. Das wird
dazu hatte. Bringen wir diese Sache hier einfach hinter uns. Eine Zeitverschwendung. Revelio. Da habe ich schon leisere Zentauren gehört. Revelio. Jetzt rennen die alle dahin. Das ist ja total nervig hier. Wahrscheinlich habe ich jetzt wieder einen richtig dummen Speicherstand, ne? Ja. Nati muss hier vorbeigekommen sein. Ich muss sie schnell finden. Aber die Typen kann man halt auch wirklich nicht leise beseitigen, diese Henker. Revelio. Okay, ja, ich habe nur noch wenige Gegner jetzt hier. Die da oben leben halt wieder. Der drüben an der Bar ist ein Problem, weil sie das mitbekommt, ne? Haltet Ausschau nach ihrem Freund. Dumm genug ist, hierher zu kommen. Ich weiß noch, wie mein Vater von diesen Zeitikus total. Revelio. Rookwood belohnt uns für unsere Treue. Keine Sorge. Rookwood wird uns zum Sieg führen. Tja, wie mache ich das? Revelio. Es wird höchste Zeit, dass wir einen neuen, ahnungslosen Händler in der Gegend finden. Nicht wahr? Ich scheine in Hogsmeade nicht sonderlich beliebt zu sein. Kein Wunder nach allem, was ich getan habe. Ich nutze auch die dunklen Künste. Keine Ahnung, warum es nicht. Thank you.
Akio. Revelio. Ach, das hat er gar nicht gehört. Du hältst keine Woche durch. Guck doch mal, ob du es einen Tag schaffst, ohne dass wir dir verraten müssen, wo du deine Goldsäcke versteckt hast. Tja, vielleicht muss ich mich doch ein bisschen mit denen anlegen. Da kann man sich gut die Säcke auffüllen. Meiner Meinung nach. Feldcroft war ausgesprochen öde. Wehrt sich heutzutage denn niemand mehr? Revelio. So, den nehmen wir mit. Rosis Liebesbrief an Otto Dibble. Er wollte, dass ich ihn vernichte, wenn ich ihn finde. Wir arbeiten jetzt zwar noch mit den... Aber ganz ehrlich, wo ist denn das andere Ding? Schon bald gehorchen. Ich hoffe, er bemerkt es endlich. Ich bin... ganzen Tag rumzustehen und auf Brookwoods Befehle zu warten, soll er doch selber kämpfen. Was war das für ein Geräusch? Schleichen liegt dir wohl nicht so, oder? Wenn ich die so loswerden kann, wäre es natürlich super. Vielleicht höre ich auch nur meinen Magen. Bist du das, Roiland? Treibt jemand Schabernack? Hallo? Ist da jemand? Okay, Kaukohl ist ziemlich cool. Kaukohl kommt nur nicht die Treppe hoch. Thank you.
hier. Ja, was war jetzt los? Ja, wunderbar. Jetzt können wir uns hier unten nämlich schon mal umgucken. Und oben schmeiß ich einfach noch ein bisschen Kaukohl rein. So, hier die Kiste sieht doch gut aus. Da ist er. Bist mir lieb wie ein Orgurei, der vom kommenden Regen singt, wie ein treuer Krupp warte ich hier, auf dass der Wind dich zu mir bringt. Mein Herz verzaubert, das hast du. Und nun bin ich ganz die deine. Auch ich hab's gewusst, im Nu bist mir ewiglich der eine. Dulcibella Philibert. Das Buch mit Gedichten, das Ergebis Philbert gestohlen wurde. Genau. Er wird sich sicher darüber freuen. Na, hoffe ich doch. Das andere wäre ein Skandal. Liegt da noch ein Kaukohl rum? Nee. Ah, das war der Loot von der Bossgegnerin. Revelio. Hörst du das? Ist da jemand? Okay, ich muss sagen, der Kaukohl ist ziemlich cool. Revelio. Oh irgendwas stimmt hier nicht. Revelio. So, das war doch Pflanzen benutzen. Das war der Trick. Im Fall da wird man nicht auffällig. Natti muss hier irgendwo sein. Genau. Da ist sie. Wer bist du? Revelio. Iskorabe. Oh, hi. Mr. Rabe, Daisy sagte, sie wurden entführt. Sie kennen meine Frau? Wie geht es ihr? Sie macht sich Sorgen. Geht es Ihnen gut? Mir geht es gut. Danke, dass Sie hier sind. Diese Schlösser sind verflucht. Aber auf den Zähnen liegt ein Anti-Apparieren-Zauber. Selbst Natti kann uns hier nicht befreien. Finden Sie meinen Zauberstab. Nehmen Sie meinen. Wir suchen Ihren, sobald Sie frei sind. Ich brauche meinen Zauberstab. Einer, zu dem ich keine Bindung habe, könnte schlechter oder langsamer sein. Und wir dürfen nicht entdeckt werden. Ich gebe mein Bestes. Wissen Sie, wo er sein könnte? Er ist in der Nähe. Ich spüre ihn. Verstanden. Ich finde ihn. Der Typ ist ganz schön jung, ne? Ich habe mit Isko Rape gesprochen, der genau wie Natti von Rookwoods Erschwinderin gefangen genommen wurde.
Die Zellen, in denen er und Natty eingesperrt sind, sind verflucht. Um den Fluch zu brechen, braucht er seinen Zauberstab. Er spürt, dass er in der Nähe ist, irgendwo im Raum. Ich muss ihn schnell finden. Naja, erstmal mit Natty reden. Hey, alles gut? Also, wenn ich einen Zauberstab wäre, wo würde ich mich verstecken? Ich habe Spimmeln gehört. Mein Problem ist, mein linker Kopfhörer ist kaputt. Aha. Mr. Rapes Stab könnte da drin sein. Alohomora. Ja, ich hoffe, ich kriege meine Kopfhörer bald von der Wartung zurück. Das würde das Spiel noch deutlich angenehmer machen. Der Zauberstab von Mr. Rape kann nicht weit sein, wenn er ihn spürt. Ja. Mr. Rapes Zauberstab. Er wird erleichtert sein. Mr. Rape, ich habe Ihren Zauberstab. Schön. Ich wusste, er ist in der Nähe. Treten Sie lieber zurück. Man weiß nie, wie ein Fluch reagiert, wenn man ihn bricht. Ja, mach ich mal. Danke, Mr. Esco. Gern geschehen. Ich danke vielmals. Ihr Mut hat uns das Leben gerettet. Ich bin wohl zu schwach, um mit Ihnen zu disapparieren. Doch ich versuche es. Gehen Sie schon vor. Finden Sie Officer Singer. Wir kommen hier allein raus. Nun gut. Aber seien Sie vorsichtig. Vielen Dank. Seid kampfbereit. Diese Erschwinderin müssen bezahlen. Ja. Mr. Rape konnte den Fluch brechen, der auf den Zellen lag, und sich und Natty befreien. Er meinte, er sei stark genug, um mit uns aus dem Versteck zu disapparieren, aber wir sagten ihm, dass er uns zurücklassen soll. Er wird Officer Singer suchen, während wir versuchen, selbst von hier wegzukommen. Rebellion. Wahrscheinlich gibt es auf dem Hinausweg noch ein, zwei Überraschungen, vermute ich. Aber andererseits traue ich dem Spiel auch wieder zu, dass hier alle Gegner neu spawnt. Wenn ich jetzt speichere und lade. Deswegen hauen wir hier einfach mal ab. Ganz unauffällig. Wenigstens bis vor die Tür noch. Ist Natty bei mir? Ja. Finden wir Officer Singer und erledigen Harlow ein für alle Mal. So, raus nach Hogsmeade. Und dann sind wir für heute fertig, Jungs und Mädels. Puh. Ach, ist sie schon direkt da? Machen wir beim nächsten Mal. Für heute war es das. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.